Jö, da wäre er wieder. Und habe ich da gerade eine Tour auf und zu gehen hören? Okay. Was ich eigentlich gerade sagen wollte, ich habe noch einen kleinen Bug gefunden. Und zwar, wenn ich versuche zu speichern und dann eingebe Let's Play 005 zum Beispiel, dann wird 00 jedes Mal gedrückt. Obwohl ich hier in dem Dingensmenü bin. Das ist ein wenig irritierend. Deswegen haben wir auch so wenig Tränke. Ich habe jetzt schon drei, vier Mal abgespeichert. Warte mal. Speichern. 1, 2, 3, 4, 5 Mal abgespeichert. Jedes Mal die 00. Jedes Mal die Tränke draufgegangen. Aber ja, das wird garantiert nicht bis zur Vollversion bestehen bleiben. Ich denke mal, es wird in den nächsten Zwischenpatch behoben werden. Weil es ist eigentlich nicht viel Aufwand, wenn ich das richtig verstanden habe von dem Code, der dahinter ist. Weil momentan läuft das Spiel so gesehen weiter. Man sieht hier auch die Animationen hier und so weiter. Der einzige Grund, warum wir nicht angegriffen werden, ist, dass die Spielfiguren sich nur bewegen, wenn wir uns auch bewegen. Also schrittweise halt. Wir bewegen uns, die bewegen uns. Aber ja, alles andere läuft weiter. Wie auch die Commands hier über die Hotkeys. Aber ja, das ist bestimmt bald weg. War nur recht irritierend, als ich abgespeichert hatte und dieses Schluck-Schluck-Geräusch gehörte. Und ich so, hä? Was ist denn jetzt los? Ah ja. Aber drei Stück. Nee, drei Stück ist echt nicht viel. Und ja, ich decke gerade die letzten kleinen Schattenfelder hier auf der Minimap auf. Das ist Zwangsverhalten, da kann ich nichts hören. So, einmal schlafen. Dann sollten wir gleich mal gucken, wie viel Essen wir überhaupt noch haben. Eins. Wow. Ja. Echt nicht viel. Also ich hoffe mal, dass es ähnlich war wie in den anderen Teilen. Oder ähnlich ist, wie es in den anderen Teilen war. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, das so umzusagen. Dass nämlich je weiter man kommt im Spiel und desto schwierigere, in Anführungszeichen, Städte man erreicht, desto mehr Nahrung auf einmal von einem Wirt verkauft wird. Das war ganz praktisch bei 6 und 7. Da kommt man gleich am Anfang zu einer bestimmten Stadt reisen und hat da sein Essen gekauft und hatte dann für 30, 40 Tage auf einmal Vorrat. So. Aber ja, wir wollten uns hier jetzt nochmal zu Ende umgucken, ob hier irgendwelche Secrets waren. Da ist schon mal ein Skelett. Aber der hat nichts dabei. Nö. Ha, aber hinter der Bank vielleicht? Ja, hier sind schon mal zwei Kisten. Und ja, ich weiß, es ist keine Bank. Aber ich stelle mir das gerade so schön vor, dass wir losgeschickt werden, eine Räuberhöhle auszuräuchern und dann stehen wir vor einem öffentlichen Gebäude mit Passierschein A38 und all sowas. Oh, Gegner. Ja, rauf da. Ah, zwei Elite-Milizionäre, die sofort Dalana angreifen. Du spott mal. Du hau. Du schubst den da weg. Damit der hier auf jeden Fall Tirik angreift und kein anderer sie angreifen kann. Und du debuffst die alle dreimal. Sehr schön. Oh, der Bogenschütze ist vorgestürmt. Das ist gut. Warte mal. Bringen wir ihn zuerst um, weil er macht nicht viel Schaden, denke ich. Hau, hau, hau. Brennt. Aha. Gott. Hau. Hau. Brennen. Wir müssen definitiv bei ihrem nächsten Level Up eher auf Geist gehen als auf Magie. Damit sie mehr Mana hat. Aber sie macht jetzt schon schön viel Schaden, aber wir können nur dreimal Feuerball schmeißen. Das ist nicht ganz so gut. Oh, oh. So, mal eins down. Jetzt kommt gleich der andere Nahkämpfer. Morgan ist auch angeschlagen. Wechseln oder auf ihm bleiben? Ich denke mal auf ihm bleiben. Er ist zum einen angeschlagen. Zum anderen hat er einen Debuff und er hier komischerweise nicht. Obwohl der auch in dem Radius gestanden haben hätte sollen. Müsste. Au. Wow.
Na gut, wir müssen eh gleich in die Stadt. Wegen Proviant und so. Also kann Mürrim auch ruhig kurz ein Schläfchen halten. Sehr schön. Ja, Tirik. Nein, Tirix. Das war doch schon wieder so eine magische, oder? Ja. Der hat mir doch gesagt, dass magische Waffen nicht so schnell brechen. Er hat gelogen. Fällt gerade auf, dass das echt nicht gut aussieht. Und da ist noch einer von denen. Du trinken Tank. Du trinken Tank. Mit was treffen die uns so? Abgewehrt. 10 Schaden. 9 Schaden. 12 Schaden. Ja, der hält noch einen Treffer aus. Deswegen machen wir mal einen Schutzschild. Tirik haut. Er haut. Okay. Gleich wieder ein Schutzschild. Au. Au. Die zwei. Jetzt alles defekt. Ja, mein ernstzunehmendes Problem. Sie kann jetzt nur noch einmal den Schutzschild zaubern. Und danach brauchen wir eine Runde, um Mana zu tanken. Wenn wir überhaupt Mana tanken wollen, weil wir wollten den Trink hier eigentlich auch bewahren. Wird jetzt der Zeitpunkt kommen, wo wir zum ersten Mal sterben? Denk irgendwie schon. Mana-Trank. Heiltrank. Wir können ja noch keine neuen Waffen in die Hand drücken. Weil wir im Kampf sind. Wir haben keine wirklichen Kampfzauber. Wir haben einmal das Ding hier. Also er ist ausgewählt. Und er drückt rechts auf Heilige Rüstung. Rechts? Oh. Er kann keine heilige Rüstung sprechen. Mürrim? Tirik wirkt heimische Rüstung. Da ist auch was verbuggt. Weil wir haben definitiv erst ihn ausgewählt gehabt. Dann mit ihm ging es nicht. Dann sind wir auf sie gewechselt und dann mit ihr gesprochen. Und trotzdem hat Tirik seinen Zug verloren. Und es wurde ihr anders angezeigt. So, du. Au, du. Brennen. Schade, wir hätten jetzt echt guten Crit gebrauchen können. Da kommt der nächste. Warte mal, mir fällt das ein. Vielleicht habt ihr gerade gemerkt, was ich vorhabe. So, du bist tot. Talana ist bewusstlos, das ist okay. Schubs weg. Okay, es klappt doch nicht so, wie ich es wollte. Ich wollte eigentlich ihn wegschubsen und dann weglaufen. Also nach vorne gehen, dann ihn nochmal wegschubsen und dann weglaufen. Aber er ist ja vor uns dran, also bringt das nichts. Zauberbuch. Du kannst nur Windstoß, du kannst keinen anderen Zauber. Mist. Okay. Mit bloßen Fäusten. Also eher mit kaputten Waffen, aber eher mit bloßen Fäusten. Noch mehr Waffen sind kaputt. Hey. Also es ist schön und gut, dass Waffen kaputt gehen können. Aber das finde ich doch ein wenig albern. So. Gib ihm. So. Alles für einen Heiltrank. Und was haben wir hier drin? Stammeskeule. So. Wir müssen auf jeden Fall ganz schnell hier weg. Ich hätte jetzt schon gerne ein Town Portal. Aber wenn es Kanon geblieben ist mit den Zaubersprüchen, dann ist Town Portal erstmal Wassermagie, was wir mit niemandem wirklich geskillt haben. Und ist auch recht hoch. Also ich glaube, man brauchte mindestens Expertenlevel, um es überhaupt zu lernen. Und selbst dann konnte man das noch nicht so benutzen, wie ich es gerne benutzen würde. Obwohl es jetzt eigentlich egal ist. Aber normalerweise benutzt man es dafür, dass man gezielt sich eine Stadt aussucht und dann da hinspringt. In den ersten Stufen war es bei den meisten Spielen so, dass man einfach nur draufgeklickt hat und dann kam man in die nächste Stadt.
Also die nahegelegenste Stadt. So, die Überlebenden werden müde. Und rein. Also Reihenfolge. Erstmal in den Tempel. Danach in die Taverne. Schlafen und Essen holen. Danach Waffenschmied, weil er am nächsten an der Taverne dran ist. Sachen identifizieren. War das auch bei den Waffenhändlern, Rüstungshändlern oder war das bei dem komischen alten Mann? Ich glaube beim alten Mann. Also Dienste der Herstellung. Jo. Derrick ist verwirrt. Alle sind verwirrt. Derrick sieht ganz schön böse aus, wenn er verwirrt ist. So, du rein da. Wir hätten gerne... Wow, ist das eine Lache gewesen. Wir würden gerne Proviant haben. Und wir hätten gerne Dienste rasten. Jo. Und dann spreche ich mal ihn hier an. Achso, er hat nur Klatsch und Tratsch. Ja, nee. So, raus. So, Waffen und Rüstung. Hier waren Waffen. Warum stand da gerade, dass wir ein Proviant verbraucht haben? Wir waren noch in der Taverne und haben für bezahlt. Das ist komisch. Aber gut, Waffen reparieren für 50. Waren durchsehen, einfach nur, weil wir eh hier sind. Arkane Stammeskeule. Das ist das einhändige Ding, das wollen wir nicht. Schwert. Bringt nur 5 Gold, weil es nicht infiziert ist. Nee, okay. Bogen wollten wir Ersatz haben. Axt wollten wir Ersatz haben. Speer. Ich denke mal, langfristig sollte einer von uns sich mit Speeren befassen. Wegen den großen Monstern. Die kriegen ja mehr Schaden durch Speere. Na gut, raus. Karte. Also, hier war der Rüstung. Quatsch, der Waffenmann. Da war der Rüstungszwerg. Das irritiert mich echt ein bisschen. Eigentlich haben wir wirklich eins verbraucht? Ja, haben wir. Wir kaufen 6 Stück. Dann bezahlen wir Gold. Dann, also ja, für RP-Zwecke ist das denn ganz gut, in der Taverne zu rasten. Aber so als Powergamer, wenn man denn so spielen möchte, kann man es ignorieren. Reparatur. Schwere Rüstung, nö. Waren durchsehen. Keine Rüstung für den Torso. Okay, neu ausrüsten. So, das ist Backup für Derrick. Das gehört Derrick. Backup. Das muss identifiziert werden. Das gehört Ogrum. Das Backup für Ogrum. Dein Bogen ist noch heil, okay. Backup für sie. Das muss identifiziert werden. Das. So. Identifizieren. Was ist hier für ein Punkt? Bär. Ja, was wollt ihr? Experte für Ausdauer, Experte für Ausweichen. Oh, sehr schön, ein Trainer. Nur haben wir keinen, der Ausdauer und Ausweichen so hoch hat. Was wir bräuchten... Ja, hier nicht. Wir bräuchten einen Streitkolben-Experten. Demnächst, so in 1-2 gesetzten Punkten. Bogen könnte nächstes Level auch was werden. Und hier Feuermagie. Ja. So, raus. Also, alter Mann, der Spruchsache hat, war bei dem Möchtegern Bürgermeister. Nee, war es nicht. Da war die Trainingshalle. Alter Mann war hier. Ja, definitiv. Also beim Tor, wo man raus kann. Das ist der Vorteil, wenn man sich öfters verläuft. Man merkt sich, wann man sich wo verlaufen hat und erinnert sich daran, in welches Haus man falsch reingelaufen ist. Und dann weiß man irgendwann, wo alles ist. So.
hier.